Ganz große Gefühle am letzten Tag des CHIO 2014 und das schon vor dem Abschied der Nationen. Nach ihrem starken Auftritt beim Deutsche Bankpreis konnte Isabel Werth ihre Tränen nicht zurückhalten. Tränen der Freude über die Leistung von Bella Rose, die ihr Kürdebüt in Aachen feierte. Umso schöner, dass es die beiden direkt aufs Podest schafften. Vor weltmeisterlichem Publikum belegte Isabel Werth Platz 3 und mit diesem Jubel ist sie die Gewinnerin der Herzen. Den ersten Platz im mit 150.000 Euro gesamtdotierten Deutsche Bankpreis sicherte sich vor Helen Lange-Haneberg die Britin Charlotte de Jandon auf Wunderhengst Vallegro. Am Vortag hatte sie sich noch Matthias Rath und Totilas geschlagen geben müssen, aber Rath und sein Wunderhengst gingen heute nicht an den Start. Totilas hat hier sehr gute Prüfungen gezeigt. Totilas ist immer noch ein bisschen im Aufbau, im Gesamtaufbau. Und er hat in den letzten paar Wochen einige Turniere hintereinander machen müssen, um das hier alles so hinzukriegen, wie es jetzt war, worüber wir sehr froh und dankbar sind. Und wir wollten ihm heute eine Pause gönnen und ihn einfach ein bisschen schonen. Wir brauchen frische Pferde in Caen. Ende August ist die Weltmeisterschaft in der Normandie. Rath und Totilas sollen dann wieder siegen. Aber wie stark die Konkurrenz ist, haben die Teilnehmer des Deutschen Bankpreises eindrucksvoll unter Beweis gestellt.